Dirigieren im Fokus, weil es einfach um Dirigenten geht. Das Dirigieren steht im Fokus. Sie sollen mit den Händen, mit dem Gesicht und mit pädagogischen Mitteln ein Orchester formen lernen. Solche Wochen sind enorm wichtig, um Persönlichkeit zu entwickeln. Dort kann man es lernen, man kann es nicht im stillen Kämmerlein lernen, man muss es mit Menschen lernen. Das Kommunizieren kann nur ein Prozesslernen sein. Und deshalb ist so eine Veranstaltung, wo wir ein so hochgradig professionelles Orchester zur Verfügung haben, das eine ganze Woche lang, da lernt man, ich sag mal, vielleicht doppelt so viel wie in 5, 6, 7, 8 oder 10 Unterrichtsstunden. Unser Unterricht ist quasi vor leerer Luft. Wir dirigieren und müssen uns als Orchester dazu denken, weil wir ja natürlich nicht die Möglichkeit haben, dazu mehrmals die Woche dann ein Orchester einzuladen. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man dann in den Praxisphasen auch wirklich das umsetzen kann. Und deshalb bringt uns das hier eigentlich am allermeisten in einem Studium, vor dem Orchester zu stehen und vor allem vor dem Orchester dann die Chance zu haben, zu proben und einfach mal sich auszuprobieren, was passiert, wenn ich eine gewisse Gestik mache, was passiert, wenn ich was einfordere oder passiert überhaupt gar nichts. Sehr, sehr schön. Können wir mal kurz die kleine Trommel hören? Genauso stelle ich mir den Klang vor. Könntest du mal kurz spielen bei 248? 1, 2, 3. Da, 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 da. Jetzt kommen wir hin. Mir ging es eigentlich viel mehr um den Klang auch. Wirklich ganz exakt und danach den Ton weg. Wir haben in der Hochschule nicht immer die Möglichkeit, uns die Ensembles zusammenzurufen, wie wir sie brauchen, weil die Studierenden in den künstlerischen Bereichen studieren natürlich zuerst mal ihr eigenes Instrument, sodass sie nicht immer so zur Verfügung stehen könnten, wie wir es vielleicht brauchen als Dirigenten. Und wir haben das ganz große Glück, dass eine der Stiftungen der Sparda-Bank Baden-Württemberg dieses Festival unterstützt. Bei der Stiftung Kunst und Kultur, da ist es eben so, dass viele Projekte, gerade für Studenten oder gerade auch für Schüler, für Kindergärten, gar nicht finanzierbar wären, wenn da nicht ein starker Partner dabei wäre. Und wir gehen dahin, wo wir wirklich gebraucht werden. Wir wollen da Chancengleichheit schaffen, dass eben jeder aus jeder Familie die Möglichkeit hat, so einen tollen Beruf wie Musiker zum Beispiel zu studieren. In 120, die ersten 2 Sechzehntel, nimm das als Auftakt. 1, 2, 3, 1, 2, tagati, pitokato, kotiko. Dann ist einfacher, weil du ziehst ein bisschen zurück. Nochmal? Danke. Bei so einem Orchester ist es natürlich toll, wenn man kleine Bewegungen macht, dann kommt eben auch ein Piano. Wenn man jetzt mehr in die Amateurorchester geht, da ist es schwer, dass man, wenn man eine kleine Bewegung macht, dass sie dann auch eben leise spielen oder im Gegensatz die große Bewegung, dass da eben dann auch das Forte kommt. Das ist hier sehr eindrucksvoll und es zeigt eigentlich, mit wie wenig Bewegung eigentlich schon was kommt. Dieses Orchester ist genial. Also dieses Orchester ist, du kannst nur mit Schauen schon einen anderen Klang. Es ist wie wenn man eine Person, die malen kann, mit einem großen Pinsel oder mit einem kleinen Pinsel malt. Hier kann man fast ohne Pinsel malen.